Mein Name ist Boris Schmidtgall. Ich bin jetzt 39 Jahre alt, verheiratet, habe 5 Kinder. Und vom Bildungsweg her bin ich Chemiker. Deswegen war für mich eben die Frage danach, woher kommt das Leben? Oder ist Leben durch chemische Evolution entstanden oder eben nicht? Oder die Schöpfung war für mich bereits im Studium eine wichtige Frage. Und inzwischen arbeite ich für die Studiengemeinschaft Wort und Wissen. Die Studiengemeinschaft Wort und Wissen ist ein christlicher Verein, der eben die Position vertritt, dass wir ausgehend von der biblischen Weltsicht die Welt gut verstehen können und auch gut Wissenschaft betreiben können. Wir führen gern den Vers aus dem Hebräerbrief an. Dort heißt es, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Also, wir gehen davon aus, dass es eben nicht Sichtbares gibt und nicht nur das Sichtbare. Die Auffassung, dass es nur das Sichtbare gibt, dass es also nur Materie gibt, nur physikalische Gesetze, das ist der Naturalismus oder auch Materialismus, einfacher gesagt. Wir sind aber der Auffassung, dass es einen Schöpfer gibt, der über dieser Welt steht und diese Welt geschaffen hat. Und wir berufen uns auf das biblische Zeugnis als sein Wort. Und heute möchte ich mich einem Thema widmen, das vielleicht vom Titel her auch ein wenig exotisch klingt. Lebenselixier und tödliches Gift, woher kommt der Sauerstoff der in der Atmosphäre? Und es ist natürlich klar, wir haben vorhin schon diesen Kommentar gehört, wir hören viel von CO2 in den Medien, eigentlich wäre es nicht verkehrt, mehr vom O2 zu hören, denn wenn die Atmosphäre aus lauter CO2 bestehen würde, naja, dann würden wir sofort kollabieren und sterben. Ja. Das wäre schlecht. Denn auch nur wenige Minuten der Abwesenheit des Sauerstoffs können für Menschen eben den Tod bedeuten. Kohlendioxid ist auch unverzichtbarer Bestandteil der Atmosphäre, weil die Pflanzen ihn brauchen. Aber der Sauerstoff ist für uns lebensnotwendiger oder unverzichtbarer als jede andere chemische Substanz. Also keine andere chemische Substanz wirkt sich so drastisch aus, wenn sie uns fehlt, wie der Sauerstoff. Zugleich aber, und das ist das Paradoxe am Sauerstoff, das haben auch schon etliche angemerkt, Sauerstoff an sich ist ja sowieso ein sehr spannendes Molekül, wenn man ihn als Chemiker betrachtet. Ja, also eigentlich besteht das aus zwei Atomen gleichen Elements, ja, also verbunden durch eine chemische Bindung. Und dieses Molekül ist aber eben auch ein Zellgift. Wenn es in unsere Zellen gelangt, dann geht es dort Reaktionen ein und es entstehen Abbauprodukte. Und diese Abbauprodukte bezeichnet man als reaktive Sauerstoffspezies. Und reaktive Sauerstoffspezies haben nun mal die Eigenschaft, dass sie so ziemlich alles kaputt machen in unseren Zellen, was es gibt. Zellmembranen, DNA, Proteine, alles fällt ihnen zum Opfer. Und unsere Zellen gehen daran zugrunde und letztlich auch wir. Im deutschen Sprachgebrauch gibt es diesen Ausspruch, wer rastet, der rostet. Das ist nur die halbe Wahrheit, weil diejenigen, die nicht rasten, die rosten auch. Halt nur etwas langsamer. Ja. Das hängt im Wesentlichen einfach mit der unweigerlichen Wirkung des Sauerstoffs und seiner Abfallprodukte in unseren Zellen zusammen. Und demgemäß stellt sich natürlich auch die Frage, wie kann es sein, dass fast die gesamte Ökologie, in der wir ja leben, auf Sauerstoff angewiesen ist, wo dieses Molekül ja eigentlich genau genommen ein Zellgift ist. Und dann müsste man sich auch die Frage stellen, ja, woher kommt er denn in unserer Atmosphäre? Wir haben ja ganze 20% davon, in der Atmosphäre sogar 21%, wenn man es genau nimmt. Und die übliche Antwort einer großen Mehrheit der Naturwissenschaftler heutzutage lautet, dass der Sauerstoff in der größten Revolution unserer Biosphäre entstanden sein soll. Also es soll da vor Zeiten eine Revolution gegeben haben, also eine große Umwälzung. Und dies bezeichnet man als Sauerstoffkatastrophe. Bei Sauerstoffkatastrophe denkt vielleicht so mancher an irgendwie so eine Gasflaschenexplosion. Ja, aber das ist was ganz anderes. Ja. Die Sauerstoffkatastrophe, damit ist gemeint ein Vorgang in der Biosphäre, der massive Auswirkungen gehabt haben soll. Ja, das ist ja, man muss ja festhalten, das ist ja eine Hypothese erst einmal.
Und erstmal ein paar Takte zu dem Wort Revolution, weil ja so viel von Revolution gesprochen wird im Zusammenhang mit Evolution. Ja, das ist nicht nur in Bezug auf die Sauerstoffkatastrophe so, sondern auf viele Veränderungen, die man annimmt, dass sie geschehen sein sollen im Zuge der Naturgeschichte. Was kommt uns in den Sinn, wenn wir das Wort Revolution hören? Sicherlich denken viele dabei an gewaltsame Umwälzungen, wie sie sich zum Beispiel in Frankreich, Russland, China und vielen anderen Ländern ereignet haben. Und solche Vorgänge sind keineswegs chaotische, also das chaotische Resultat eines Volkswillens. Üblicherweise handelt es sich dabei um eine gründlich geplante Aktion, also gründlich geplante Angriffe auf die bestehende Ordnung, die von intelligenten, ausgebildeten und tüchtig organisierten Gruppen durchgeführt werden. Es braucht ja eine klare Zielsetzung, eine Strategie und natürlich auch gute Fertigkeiten, um dieses böse Werk durchzuführen. Revolutionen sind hauptsächlich Kopfarbeit. Also das, was dann nachher auf der Straße geschieht, das ist eigentlich nur der Ausfluss einer Revolution. Das Entscheidende geschieht letztlich in der Planung. Und nicht umsonst werden Revolutionen durch Köpfe dargestellt. Also nicht nur solche, die gerollt sind, sondern solche, die sie geplant haben. Ja, also es heißt ja auch immer, die Revolution frisst ihre Kinder. Und das ist dann häufig auch mit denjenigen passiert, die die Revolution auch ausgebrütet haben. Also man wendet aber das Wort Revolution durchaus auch auf technische Erfindungen an. Zum Beispiel die Dampflok oder überhaupt die Dampfmaschine. Man sprach im 19. Jahrhundert bereits und bis heute spricht man, wenn man über Geschichte redet, von der industriellen Revolution. Man spricht heutzutage auch im Hinblick auf die gesamte Entwicklung mit Computern und auch mit Genetik von Revolutionen. Wir sind ja jetzt inzwischen im Informationszeitalter angekommen und sagt man eben, die Revolutionen, die dahin geführt haben, waren zum Beispiel die Revolution im Bereich der Genetik oder auch in dem Bereich der Softwareentwicklung. Also Revolutionen sind demnach ganz klar etwas Unnatürliches, also etwas ganz anderes als Evolution. Man unterstellt ja, Evolution sei ein natürlicher Prozess. Und Revolution ist ja eigentlich ein Begriff für etwas Unnatürliches. Aber der Begriff Revolution wird auffallend häufig, zumindest in der wissenschaftlichen Literatur, mit Evolution in Verbindung gebracht. Obwohl eben die bisher genannten Dinge für Evolution völlig fremd sind. Denn Evolution verfolgt keine Ziele. Ja, also zum Beispiel so einen Computer zu bauen, das wird Evolution nicht tun. Ebenso wird die Evolution kein Genetic Engineering in dem eigentlichen Sinn, wie man heutzutage das im Labor macht, betreiben. Und die Evolution hat natürlich auch kennt keine Strategien und sie kennt auch keine Fertigkeiten. Sie kennt höchstens Zufall und Notwendigkeit. Dennoch, und da zeige ich jetzt hier einige Beispiele einfach mal aus wissenschaftlichen Zeitschriften, bereits im Titel wird häufig der Begriff Revolution verwendet. Ja, also zum Beispiel Earth Oxygenation Revolution, das heißt also Earth Oxygen Revolution, das ist ein Titel für einen Artikel, wo es eben um diese Sauerstoffkatastrophe geht. Oder Cell Evolution and Earth History, Stasis and Revolution und so weiter und so fort. Es gibt etliche wissenschaftliche Artikel, die von einer Revolution sprechen, obwohl sie eigentlich einen natürlichen Prozess meinen. Also obwohl der Begriff Revolution völlig unangemessen ist für das, was die Wissenschaftler zum Ausdruck bringen wollen, ist er recht häufig in der Literatur anzutreffen. In inflationärer Weise werden Verben wie erfinden, lernen, erschaffen auf die Materie angewendet. So als wären die Menschen davon überzeugt, dass die Materie selbst tatsächlich schöpferische Kräfte hätte. Und die Wissenschaftler tun das, weil sie der Denktradition, das ist ganz wichtig, sie folgen einer Denktradition von Charles Darwin. Charles Darwin hat das eingeführt. Er hat in seinem Buch Origin of Species und On Human Evolution, da hat er bereits diese Denkweise entwickelt, dass er die Natur personifiziert hat. Er hat ihr Eigenschaften beigefügt, die eigentlich nur Personen, intelligenten Urhebern eigen sind. Und das kommt im folgenden Zitat hier zum Ausdruck. Da heißt es, die Erfindung der sauerstofferzeugenden Photosynthese und der anschließende Anstieg des atmosphärischen Sauerstoffs vor etwa 2,4 Milliarden Jahren
haben die energetischen und enzymatischen Grundlagen des Lebens revolutioniert. Ja, also da war ja niemand mit Plan dabei, wenn man so will, wenn man davon ausgeht, dass das tatsächlich ein natürlicher Vorgang gewesen sein soll. Und im Folgenden möchte ich aufzeigen, dass diese Denktradition, die eben von Darwin ausgeht, die inzwischen zu einer unhinterfragten Denkgewohnheit geworden ist, sich als komplett absurd erweist, wenn es darum geht, den Ursprung des sauerstoffproduzierenden Stoffwechsels zu erklären. Zunächst einmal zur Sauerstoffkatastrophe. Das ist so die Gliederung. Ich werde darauf kommen, was so die Eigenschaften des Sauerstoffs sind und wo er vorkommt. Genau genommen der molekulare Sauerstoff, also O2. Sauerstoff ist ja eigentlich ein Element. Wenn ich also hier im Vortrag von Sauerstoff spreche, dann meine ich den molekularen Sauerstoff. Dann die Sauerstoffkatastrophe und inwiefern sie für Evolution notwendig ist, also axiomatisch notwendig. Ein Axiom ist eine Grundvoraussetzung. Wenn es keine Sauerstoffkatastrophe gegeben hat, funktioniert Evolution nicht. Sie ist axiomatisch notwendig. Dann Indizien für eine Änderung der Erdatmosphäre in der Erdgeschichte und Ursachen für die Entstehung von Sauerstoff. Das sind also Annahmen, die dann eben getroffen werden, und schließlich die Umrüstung des Stoffwechsels, die notwendig ist, damit ein Stoffwechsel entstehen kann, der Sauerstoff hervorbringt. Ob das denn leicht gemacht sei? Sauerstoff ist kein seltenes Element im Universum. Hier sehen wir eine Auflistung. Das häufigste Element im Universum ist Wasserstoff. Das zweithäufigste ist Helium. Und dann folgt mit großem Abstand eben Sauerstoff, Kohlenstoff und Stickstoff. Das ist aber auf der Erde ganz anders. Auf der Erde ist der Sauerstoff tatsächlich das höchste Element. Die Erdkruste beinhaltet zu 49% Sauerstoff, hauptsächlich gebunden in Mineralien. Also irgendwie Eisenoxid oder Magnesiumoxid, eben im Wesentlichen Metalloxide, die den Sauerstoff binden. Eben auch zum Beispiel Silizium, also Silikate, die auch sehr häufig sind in der Erdkruste. Silizium ist eben das zweite Element, das zweithäufigste Element in der Erdkruste, und dann haben wir noch Aluminium und Eisen. In der Erdatmosphäre, da haben wir an erster Stelle den Stickstoff mit 78%, an zweiter Stelle den Sauerstoff mit 21%, dann die Edelgase und das CO2. Also, jetzt kann man sich natürlich schon auch die Frage stellen, was passiert zum Beispiel, wenn der Sauerstoffgehalt deutlich niedriger oder deutlich höher ist. Wir haben ja, wie hier gezeigt, etwa 21% Sauerstoff in der Atmosphäre. Und tatsächlich ist es so, wenn der Sauerstoff deutlich unter 19% sinkt, dann überleben wir nicht lange. Also schon so eine geringe Schwankung wäre für uns ziemlich kritisch. Wenn der Sauerstoffgehalt deutlich höher steigen würde, was würde dann passieren? Hat jemand eine Idee? Was wäre die große Gefahr, wenn wir deutlich mehr Sauerstoff in der Atmosphäre hätten? Genau, dann gäbe es Brände. Dann würde uns einfach der Wald abfackeln. Ja, also da sehen wir, das ist irgendwie austariert. Es ist kein, es ist nicht irgendwie zufällig, dass wir gerade 21% Sauerstoff haben. Das gewährleistet zugleich, dass das Ökosystem funktioniert, aber auch einigermaßen stabil ist. So, das ist also jetzt der molekulare Sauerstoff, und die Frage ist eben, woher er kommt. Dann noch ein paar Eigenschaften von Sauerstoff. Sauerstoff ist grundsätzlich reaktionsfreudig, wobei Chemiker sagen, dass der Sauerstoff kinetisch gehemmt ist. Also nicht bei allen Reaktionen springt der Sauerstoff sofort an. Er hat eine gewisse Beständigkeit, aber grundsätzlich ist der Sauerstoff reaktionsfreudig. Und ich genieße es immer wieder, bei mir zu Hause den Ofen anzumachen. Als Chemiker bin ich Pyromane. Das ist nichts Ungewöhnliches. Chemiker lieben es, mit Feuer zu spielen. Und Feuer ist ja letztlich nichts anderes als eine relativ heftige Reaktion, zumindest wenn man Holz verbrennt, mit Sauerstoff. Und warum reagiert das Ganze so heftig und warum wird so viel Wärme frei? Naja, ganz einfach, weil in dem Holz, das heißt genau genommen in den chemischen Bindungen,
Energie drin steckt. Und beim Übergang vom Holz zum CO2 wird diese chemische Energie umgewandelt in Wärmeenergie. Und das nehmen wir als Feuer wahr. Es gibt natürlich noch etliche andere Reaktionsprodukte, die bei der Verbrennung von Holz entstehen, weil Holz eben nicht nur Kohlenstoff und Sauerstoff als Elemente beinhaltet, sondern etliche andere Elemente auch noch. Aber hauptsächlich entsteht dabei CO2. Wer Chemie in der Schule gehabt hat, und ich gehe mal davon aus, da mussten die meisten hier durch, der kennt auch die Knallgasreaktion. Das war eine der ersten chemischen Reaktionen, die ich kennengelernt habe. Ja, damals gab es so eine Dose, wo oben ein Loch reingemacht und dann hat der Lehrer da das Wasserstoff reinlaufen lassen und oben angezündet. Dann gab es so ein Pfeifen und irgendwann wurde das Pfeifen immer tiefer und dann hat es gerumst. Bei dieser Reaktion reagiert eben der Sauerstoff mit Wasserstoff. Und das passiert dann, wenn eben die Stöchiometrie, das heißt das Verhältnis in dem Behälter, entsprechend eingestellt ist. Und auch bei dieser Reaktion wird sehr viel Energie frei. Und das führt uns auch zum nächsten. Wenn wir nämlich uns fragen, warum müssen wir Sauerstoff einatmen? Ja, letztlich einfach aus dem Grund, damit wir einen Treibstoff haben. Ja, denn was bei uns in den Zellen passiert, ist im Grunde analog zu dem, was in den Automotoren passiert. Da geschieht eine kontrollierte Verbrennung. Ja, also die Kohlenhydrate, die wir aufnehmen, zum Beispiel Zucker, die werden kontrolliert mit Sauerstoff zur Reaktion gebracht und dabei wird Energie frei. Und diese Energie wird gespeichert in chemischer Form in ATP. ATP ist dann die Energiewährung. Und diese Energiewährung wird im gesamten Körper verteilt, damit unsere Vitalfunktionen am Laufen gehalten werden. Also wir atmen, um zu verbrennen. Und das hält uns am Leben. Ja, und diese Verbrennung geschieht aber kontrolliert. Und die Ausbeute der Energie, die ist in unseren Zellen recht hoch. Also das ist ein recht effizienter Vorgang. Jetzt aber noch zu dem Punkt, dass eben Sauerstoff auch gefährlich ist. Sauerstoff ist nicht nur nützlich. Sauerstoff ist auch gefährlich. Biomoleküle, wie eben zum Beispiel DNA. DNA ist unser Erbgut. Proteine sind alles das, was so unsere Haut, unsere Augen, unsere Haare und etliche andere Bestandteile unseres Körpers ausmacht. Auch die ganzen, man kann sagen, Maschinen in unseren Zellen sind Proteine. Die Fette, das sind unsere Zellmembranen. Und diese Biomoleküle, die reagieren mit den reaktiven Sauerstoffspezies. Ich habe jetzt hier ROS geschrieben. Das ist das englische Pendant, das heißt also Reactive Oxygen Species. Und diese Reaktion führt dann dazu, dass eben oxidierte Moleküle entstehen. Und diese oxidierten Moleküle, die sind dann eben nicht mehr funktional. In unserem Körper gibt es eine mehrstufige Antwort auf diesen Sauerstoffstress, auf diesen oxidativen Stress. Also Sauerstoff erzeugt in unseren Zellen oxidativen Stress, letztlich durch die reaktiven Sauerstoffspezies, und dem wirken bestimmte Enzyme entgegen, zum Beispiel die Katalase oder auch die Peroxidase. Und die sind aber zuständig für verschiedene Arten von Abfallprodukten des Sauerstoffs. Und dann gibt es noch andere Arten von Mechanismen, die unsere Zellen davor schützen, dass der oxidative Stress uns Schaden zufügt. Wenn zum Beispiel bei Menschen die Katalasen in den Zellen nicht hergestellt werden, und das gibt es tatsächlich, es gibt eine Krankheit, eine erblich bedingte Krankheit, die heißt Akatalasämie, sind Zungenbrecher, und diese Krankheit gibt es relativ häufig in Japan. Menschen, die unter der Akatalasämie leiden, vergreisen bereits im Kindesalter und sterben relativ schnell. Also die vergreisen sichtlich, die Haare werden schlohweiß und die Haut wird faltig und die sterben dann. Das zeigt also, dass eben, wie gesagt, wir rosten, ob wir wollen oder nicht. Also wir altern eben im Wesentlichen deswegen, weil der Sauerstoffstress uns
oder weil der oxidative Stress uns zusetzt. Und die Frage ist dann natürlich, wenn das so ist, wie kann es dann sein, wenn man jetzt aus der Perspektive der Evolutionslehre denkt, wie kann es denn sein, dass die ersten Zellen entstanden sind in einer Atmosphäre mit Sauerstoff, wenn man jetzt davon ausgehen würde, es gab Sauerstoff schon immer? Denn wir bestehen aus einem Stoff, der sich mit Sauerstoff und seinen Abfallprodukten nicht gut verträgt. Und das gilt auch für viele andere Organismen, eben auch für Mikroorganismen. Es sind zum Beispiel Experimente mit Mikroorganismen durchgeführt worden, also mit unseren Darmbakterien, E. coli. Und da ist gezeigt worden, dass die Halbwertszeit für die Zerstörung wichtiger, also physiologisch wichtiger Schaltstellen in diesen E. coli-Bakterien etwa 20 Minuten beträgt. Das heißt, wenn die E. coli-Bakterien oxidativem Stress ausgesetzt werden, dann halten die das etwa 20 Minuten aus. Das ist nicht sehr lange. Und es gibt eben auch in den E. coli-Bakterien Schutzmechanismen und in anderen Organismen. Aber das zeigt letztlich, irgendwie wäre es alles andere als plausibel anzunehmen, dass Leben in einer Atmosphäre entstanden sein könnte, die Sauerstoff enthält. Also letztlich, die Evolutionslehre muss annehmen, dass erste Organismen nicht in Gegenwart von Sauerstoff entstanden sein können. Das ist ein wichtiges Axiom, das geht gar nicht anders. Einer der ersten, der das erkannt hat, war bereits Alexander Iwanowitsch Oparin. Oparin war einer der, man kann sagen, Gründungsväter der Lebensursprungsforschung. Das war ein russischer Wissenschaftler, der so ungefähr in den 20er Jahren angefangen hat, sich für die Lebensursprungshypothesen, also die materialistischen Lebensursprungshypothesen, stark zu machen. Er hat damals ein Werk verfasst. Dieses Werk war rein theoretischer Natur. Er hat keine Experimente durchgeführt und in diesem Werk hat er versucht, ein Modell aufzustellen, um zu erklären, wie denn Leben entstanden sein könnte, erstmalig. Und später hat sich ein Forscher, nämlich Miller, davon inspirieren lassen, von diesem Buch, und hat versucht, die Gedankengänge von Oparin in die Tat umzusetzen. Hat dann so ein Experiment durchgeführt. Ich habe bereits gestern dieses Experiment angesprochen. Heute sei lediglich nochmal erwähnt, dass eben bei diesem Experiment, da wird Wasser erhitzt in einem Kolben, das steigt hoch und gelangt dann in diesen Kolben hier. Und in diesem Kolben befinden sich verschiedene Gase, aus denen die Uratmosphäre bestanden haben soll. Zum Beispiel Ammoniak, Methan, Kohlenmonoxid. Das sollen so typische Gase gewesen sein. Und dann gab es hier eben noch Funkenentladungen zwischen diesen beiden Elektroden. Und diese Entladungen, die führen dazu, dass die Moleküle zerbrochen werden. Da werden chemische Bindungen gebrochen durch die Entladungen. Und dann entstehen Radikale. Und diese Radikale, die gehen dann wiederum Reaktionen ein. Und dabei entstehen Aminosäuren, unter anderem, neben vielen anderen Produkten. Dann wurden Proben entnommen und diese Aminosäuren konnten nachgewiesen werden. Wenn jetzt aber die Atmosphäre hier tatsächlich Sauerstoff enthalten würde, dann würden hier keine Aminosäuren entstehen. Ja. Und das hat auch Stanley Miller, der diesen Versuch konzipiert und durchgeführt hat, so auch festgehalten in seiner Veröffentlichung. Dort heißt es, wenn die experimentellen Bedingungen oxidierend waren, oxidierend heißt also, dass da war Sauerstoff zugegen, wenn die experimentellen Bedingungen oxidierend waren, entstanden keine Aminosäuren. Diese Experimente haben die Hypothese bestätigt, der zufolge reduzierende Atmosphären für die Entstehung organischer Verbindungen in nennenswerten Mengen erforderlich sind. Also das, was er im Prinzip sagt, ist, es braucht eine reduzierende, also eine Atmosphäre ohne Sauerstoff, damit Aminosäuren am Anfang entstanden sein können, damit überhaupt Leben von selbst entstanden sein kann. Anders geht es nicht. Miller konnte tatsächlich in einigen Experimenten, also 11 der 20 kanonischen Aminosäuren erhalten, wobei nur zwei mengenmäßig bedeutend waren, genau genommen Glycin
und Alanin, das sind die am wenigsten komplexen Aminosäuren, alle anderen tauchten nur in Spuren auf. Und das Experiment, das habe ich gestern bereits erläutert, das zeigt eigentlich genau das Gegenteil von dem, was oft in den Medien behauptet wird. Eigentlich entstehen hier überhaupt kein Gemisch oder keine Bausteine des Lebens. Die Aminosäuren können nämlich keine Proteine bilden unter den Bedingungen, die hier gegeben sind. Und wie gesagt, sehr wichtig ist, dass eben das Ganze nur in Abwesenheit von Sauerstoff funktioniert. Das ist wichtig eben für das heutige Thema. Die Hypothese Darwins vom warmen Tümpel, also Darwin hat ja in einem Brief herumspekuliert an einen Freund, hat geschrieben, ja, es hat da vielleicht mal irgendwann so einen warmen Tümpel gegeben und in diesem warmen Tümpel, da waren so verschiedene Salze drin, Phosphate und allerlei chemische Stoffe und dann sind da irgendwelche Energiequellen gewesen, die auf diesen Tümpel eingewirkt haben mögen und so entstanden erste Zellen. Ja, also das ist einfach nur ein Herumspekulieren, das hat nicht wirklich etwas mit handfester Wissenschaft zu tun. Aber dennoch haben die Leute diesen Gedankengängen Gehör geschenkt. Und Millers Experiment wurde eben zur damaligen Zeit, also Anfang der 50er Jahre, im vergangenen Jahrhundert, mit großer Euphorie aufgenommen und als Beleg dafür gesehen, dass doch Leben aus Nichtleben entstehen könne. Und es dauerte nicht lange, bis eben die Annahme einer frühen, sauerstofffreien Atmosphäre sich in den Köpfen der Wissenschaftler fest verankerte. Also vor allem dank dem Miller-Experiment, oder kann man sagen, wegen des Miller-Experiments, ich sehe da nicht, weswegen man da dankbar sein sollte, weil diese Hypothese ja nach heutigem Stand offensichtlich nicht richtig ist, wenn auch zumindest interessant. Jedenfalls setzte sich dieses Denken in den Köpfen der Menschen fest und man entwickelte an sich eine Hypothese, bevor man eigentlich tatsächliche Befunde gehabt hätte, dass eine solche Atmosphäre irgendwann mal da war. Und so stellten die Wissenschaftler so ein Modell auf, wie die Naturgeschichte verlaufen sein kann und wie dementsprechend auch die Sauerstoff- oder wann die Sauerstoffkatastrophe stattgefunden haben soll. Es wird angenommen, dass das Leben, also die ersten Organismen, vor etwa 4 Milliarden Jahren entstanden sind. Das ist eine gängige Annahme. Das hat auch was mit Datierung zu tun, das wird damit begründet. Dann soll es eine zunächst einmal anoxygene Hypothese, also anoxygene Photosynthese gegeben haben. Also die Evolution soll Photosynthese hervorgebracht haben. Ich werde nachher mal zeigen, wie ein Photosyntheseapparat aussieht. Aber es wird eben geglaubt, dass die Evolution einen Photosyntheseapparat hervorbringen kann, zunächst aber einen anaeroben Photosyntheseapparat. Anaerob bedeutet ein Photosyntheseapparat, der keinen Sauerstoff produziert. Also Organismen, die ohne Sauerstoff leben, haben eben solche Apparate. Und dann soll es eine Weile gedauert haben, bis dann eben genügend, also eine kritische Menge an Sauerstoff vorhanden war und dann soll es zu dem Great Oxygenation Event gekommen sein, also zu der großen Sauerstoffkatastrophe vor ungefähr 2,4 Milliarden Jahren. Insgesamt war diese Idee motiviert von der Evolutionslehre und tauchte an sich vor den tatsächlichen wissenschaftlichen Befunden auf. Die Befunde, die kamen eigentlich erst nachher, oder sagen wir die Befunde, wo man meinte, dass sie dazu passen. Ja. Man fing nämlich danach an zu suchen, ob es geologische Indizien dafür gäbe, dass es diese Sauerstoffkatastrophe gegeben hat in der Naturgeschichte. Und man fing auch an zu suchen nach plausiblen Ursachen für die Sauerstoffkatastrophe. Und nach der Sauerstoffkatastrophe soll es dann eben zur Ausbreitung aerober Organismen gekommen sein, also Organismen, die tatsächlich den Sauerstoff verwenden für ihren Stoffwechsel. Vorher soll es das nicht gegeben haben. Später dann die Eukaryoten, das heißt also Lebewesen mit komplexeren Zellen. Die Prokaryoten, das sind die Bakterien und wir zum Beispiel sind die Eukaryoten. Wir haben Zellen mit Zellkern, die komplexer aufgebaut sind, also deutlich komplexer als bei Bakterien. Und dann soll es eine Evolution zu vielzelligen Organismen gegeben haben und so weiter und so fort. Das ist die Geschichte, wie sie erzählt wird. Wenn man jetzt die
Leute fragt, ja, was sind die konkreten Schritte? Was sind die konkreten Schritte, zum Beispiel von der Anoxygen-Photosynthese zur Oxygen-Photosynthese? Dann haben sie meistens nichts in der Hand. Sie sagen, naja, das muss halt so passiert sein. Es ist ja schließlich da. Genauso verhält es sich zum Beispiel mit den Eukaryoten und mit den vielzelligen Organismen, wenn man also eine detaillierte Erklärung erbittet, wie denn aus Einzellern Vielzeller entstanden sein sollen, dann haben die Forscher meistens oder die Wissenschaftler meistens nur vage Erklärungen. Sie können nicht auf irgendwelche Beobachtungen zurückgreifen oder irgendwelche Beobachtungen heranziehen und sagen, so und so ist es tatsächlich passiert. Welche Hinweise gibt es zum Beispiel aus der Geologie? In der Geologie, da sucht man eben die Gesteinsschichten nach möglichen Hinweisen auf den Great Oxygenation Event ab. Und als solchen wertete man zumindest früher das Pyrit. Also FeS2, das ist ein Eisensulfid. Das kennt man vielleicht noch unter dem Begriff Narrengold. Ja, also im Mittelalter gab es Leute, die versucht haben, also so Alchemisten, die versucht haben, Gold herzustellen. Dumm gelaufen, ja, Gold ist halt ein Element, das kann man nicht einfach mal eben herstellen. Aber man hat es zumindest probiert. Und unter anderem kam dabei auch Narrengold heraus. Und dieses Narrengold, das ist brennbar. Also wenn man zum Beispiel das Pyrit, das eigentlich ein Mineral ist, wenn man das auf die Herdplatte legt und die Herdplatte ordentlich heiß macht, dann geht das in Flammen auf. Oder zum Beispiel das Uranitit. Das sind alles eben oxidationsempfindliche Mineralien. Die reagieren also mit Sauerstoff. Nicht oxidationsempfindlich sind die Bändereisenerze. Ja, das sind solche Gesteine hier. Die sehen recht hübsch aus. Und die enthalten eben viel Eisenoxid. Und dieses Eisenoxid wird als Spur eines Oxidationsvorgangs gedeutet. Also da hat es irgendwann mal den Einbruch riesiger Mengen an Sauerstoff gegeben. Und diese riesen Mengen an Sauerstoff haben dazu geführt, dass solche Niederschläge sich gebildet haben. Also das ist dann aus Seen ausgefallen. Da waren Seen, die waren reich an Eisen 2. Und dieses Eisen 2 soll dann mit dem Sauerstoff reagiert haben zu Eisen 3, also Eisen-3-Oxid. Und dann sollen sich diese rötlichen Streifen gebildet haben als Niederschlag am Seeboden. Das ist so die Erklärung dafür. Zumindest eine Erklärung. Es gibt viele Geologen, die dem auch widersprechen. Ja. Ein Problem zum Beispiel ist eben, dass einige dieser Mineralien auch durch Mikroorganismen gebildet werden können. Also inzwischen weiß man, dass das Narrengold, also dass das Pyrit, auch durch Wirkung von Mikroorganismen entstehen kann. Das heißt, in der Erdkruste gibt es Mikroorganismen, die scheiden das Pyrit als Abfallprodukt aus. Das hat also nichts mit geologischen Prozessen zu tun, sondern ist vielmehr das Produkt von Lebewesen. Also da sehen wir auch, wie kurzsichtig wir Menschen oder auch natürlich auch wir Wissenschaftler sind. Wir meinen, etwas verstanden zu haben. Und wenn wir dann einfach nur mal genauer hinschauen, stellen wir fest, erstens ist es viel komplizierter, als wir gedacht haben. Und zweitens, es verhält sich doch anders. Das ist eine häufig gemachte Erfahrung. Und das macht einen demütig. Und dann gibt es sogenannte Isotopenanomalien, die man dahingehend interpretiert, dass man sagt, ja, diese Isotopenanomalien sind ein Indiz für die Sauerstoffkatastrophe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier so ziemlich niemand damit was sagt, und ich erwähne das nur mal. Isotopenanomalien entstehen zum Beispiel, wenn bestimmte Elemente physikalischen oder biochemischen Prozessen ausgesetzt werden. Wenn ein Organismus zum Beispiel schwefelhaltige Verbindungen verzehrt, dann kommt hinten ein anderes Isotopenverhältnis raus, als vorne reingegangen ist. Also dieser Organismus hinterlässt eben Schwefel in einer anderen Verteilung an Isotopen, als er sie verzehrt hat. Und so gibt es etliche Prozesse, die eben eine Veränderung des Isotopenverhältnisses bewirken. Und dann haben wir es mit Isotopenanomalien zu tun. Und es gibt eben auch im Zusammenhang mit gewissen atmosphärischen Prozessen, wenn da UV-Licht drauf einwirkt, gerade bei Schwefelverbindungen, hat man beobachtet im Labor, dass dabei Isotopenanomalien zustande kommen. Und diese Isotopenanomalien beobachtet man in bestimmten Gesteinsschichten. Und dann sagt man,
Diese Isotopenanomalien in bestimmten Gesteinsschichten rühren daher, dass es damals in der Uratmosphäre diese Vorgänge gegeben hat und deswegen gab es die Sauerstoffkatastrophe. Ne? Also es ist um drei Ecken gedacht, aber letztlich kann man, wenn man will, dieser Logik ein wenig folgen. Jetzt aber kurz zu den Resultaten, die dabei herauskommen. Ja, es gibt nämlich eine ganze Reihe an Forschern, die sich dieses Instrumentariums bedienen. Und die haben dann ja auch Resultate, die sie präsentieren. Und es ist sehr spannend zu sehen, dass die Resultate wie so ein Schuss aus dem Schrotgewehr sind. Es gibt Leute, die sagen, die Sauerstoffkatastrophe ereignete sich im Verlauf von nur 10 Millionen Jahren. Das ist evolutionär gesehen eine ziemlich kurze Zeitspanne. Und dann gibt es andere, die sagen, die Sauerstoffkatastrophe, die brauchte eher so 100 Millionen Jahre bis etwa 1 Milliarde Jahre. Also da sehen wir, das ist ein Riesenabstand. Das sind sehr unterschiedliche Auffassungen. Dann sagen manche Wissenschaftler, es hat mehrere kleine Schübe gegeben. Ja, also da tauchten einzelne Oasen an Sauerstoff auf der Erde. Und die führten dann über kurz oder lang zu der Sauerstoffkatastrophe. Andere sagen wiederum, es hat nur einen einzigen Sauerstoffschub gegeben. Also so gibt es Modelle, die eigentlich widersprüchlich sind miteinander, die nicht miteinander zusammenpassen, wo die Leute sich aber der gleichen Instrumentarien bedienen. Das heißt, sie ermöglichen sehr viel Interpretationsspielraum. Ja? Jeder kennt ja sicherlich so diese Geschichte von Asterix und Obelix und diesem Zauberer, der damit mit so einem, der da sagt, er könne ihn aus Fischen lesen. Bei uns sagte man auch manchmal, es gäbe Kaffeesatzleserei, wenn sich eine Methode als eine solche erweist, wo man je nachdem, was man will, unterschiedliche Ergebnisse bekommt. Ja. Also im Grunde ist diese Methode fraglich, weil es eben sehr viele unterschiedliche Ergebnisse gibt, zu denen die Wissenschaftler mit derselben Methode kommen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, nach Mikrofossilien zu suchen. Also da möchte man dann sagen, ja, finden wir Fossilien von Mikroorganismen irgendwo in der Gesteinsschicht. Und man hat sie tatsächlich gefunden und dann datiert. Und da hat man sich gewundert, dass man zum Beispiel hefeartige Organismen gefunden hat in Gesteinsschichten, die 3,4 Milliarden Jahre alt sein sollen. Das passt überhaupt nicht in die Chronologie. Das ist ein absoluter Anachronismus, weil ja Hefen Eukaryoten sind. Und wir sehen ja, Eukaryoten soll es ja erst vor 2,5, also spätestens, also frühestens vor 2,5 Milliarden Jahren gegeben sein. Die wären hier 1 Milliarde Jahre zu früh dran. Zumindest gemäß diesem Fund. Dann gab es zum Beispiel soll es Fossilien gegeben haben von Cyanobakterien. Und die sollen ebenfalls über 3,4 Milliarden Jahre alt gewesen sein. Und auch das wäre deutlich zu früh. Cyanobakterien sollen eigentlich erst vor 2,5 Milliarden Jahren entstanden sein. Denn Cyanobakterien erzeugen Sauerstoff. Cyanobakterien sollen gerade im Zuge der Sauerstoffkatastrophe evolviert sein oder kurz davor. Es gab insgesamt 48 Nachweise von Fossilien photoautotropher Mikroorganismen aus dem Archaikum, das heißt von vor 2,5 Milliarden Jahren. Und das ist eben auch etwas, was eigentlich mit dem Narrativ, das man so kennt, nicht zusammenpasst. Und wenn man diese Befunde so stehen ließe, dann hätte die Evolutionslehre ein ziemlich großes Problem, weil dann nämlich dieses Narrativ von der Sauerstoffkatastrophe nicht aufrechterhalten werden kann. Die dürfte es dann nicht gegeben haben, dann müsste es immer Sauerstoff gegeben haben. Und wie wir gesehen haben, ist aber die Sauerstoffkatastrophe notwendig für die Evolutionslehre, sonst funktioniert sie nicht. Und deswegen hat man Hypothesen entwickelt, um doch irgendwie zu erklären, wie der Sauerstoff in die Atmosphäre gekommen ist. Da gibt es zum Beispiel die Hypothese, der Sauerstoff ist eventuell dadurch entstanden, dass andere Gase durch hartes UV-Licht zertrümmert wurden. Zum Beispiel Kohlendioxid. Wenn Kohlendioxid mit hartem UV-Licht traktiert wird, dann kommt es zur Spaltung der chemischen Bindung und dann entsteht Kohlenmonoxid und ein Sauerstoffatom und dieses Sauerstoffatom kann sich mit einem anderen Sauerstoffatom vereinigen und dann entsteht molekularer Sauerstoff.
Dann zum Beispiel auch Einwirkung von hartem UV-Licht auf Wassermoleküle. Auch hier kommt es zu Windungsspaltungen und letztlich auch zu Sauerstoff, zur Bildung von Sauerstoffmolekülen. In dem Artikel wurden auch Geschwindigkeitskonstanten für diese chemischen Reaktionen angegeben. Geschwindigkeitskonstanten geben uns Auskunft, wie viel Reaktionen pro Zeiteinheit ablaufen von dieser Sorte. Man kann also rückschließen, wie viele Moleküle pro Zeiteinheit gebildet werden. Und ich habe dann einfach mal nachgerechnet, wie viel das so ungefähr gibt. Und dann aus diesem Prozess würde resultieren, dass man etwa 3,8 mal 10 hoch 16 Tonnen Sauerstoff pro Jahr hat. Und das ist so ungefähr das Siebenfache an Gewicht von unserer gegenwärtigen Atmosphäre pro Jahr an Sauerstoff. Ist ein bisschen viel. Und dementsprechend, da hätte man Schwierigkeiten, das zu begründen. Eine andere Hypothese, da haben wir es mit dem Sauerstoff von unter der Erdkruste zu tun. Da haben sich Leute Gedanken gemacht, ja, vielleicht ist der Sauerstoff ja, kommt der Sauerstoff ja von unter der Erdkruste. Da wird angenommen, dass das Sauerstoff aus Eisenmineralien abgespalten wurde. Diese Eisenmineralien, also Eisenoxid genau genommen, das geht eine solche Disproportionierungsreaktion ein, wobei elementares Eisen entsteht. Und das elementare Eisen, das sinkt zum Kern. Ja, also der Erdkern besteht zu einem großen Teil aus elementarem Eisen. Und hier in der Schwebe, also in der Erdkruste, die früher eben heißer gewesen sein soll, da verbleibt das Eisendreioxid. Und wenn dieses Eisendreioxid dann wiederum abreagiert, dann wird der überschüssige Sauerstoff frei. Und dadurch soll dann zu der Zeit, als die Gesteinskonvektion eingesetzt hat, ja, also die Gesteinskonvektion, das ist die Bewegung von Lavamasse, die dann letztlich auch dazu führt, dass die Platten sich verschieben, also die Plattentektonik stattfindet. Und da soll dann eben zwischen den, in den Rissen der Platten der Sauerstoff hindurch diffundiert sein. Von unter der Erdkruste. Das ist so die grobe Vorstellung in einer anderen Veröffentlichung. Allerdings wäre hier natürlich die Frage zu stellen, ja, was passiert denn, wenn da ein allzu großer Sauerstoff, also Schub Sauerstoff frei wird? Denn das kann man jetzt ziemlich schwer kontrollieren. Ja? Wenn dieser Prozess allzu schnell abläuft, dann reichert sich die Atmosphäre zu schnell mit Sauerstoff an. Und warum sollte sich der Sauerstoffgehalt auf 20% einstellen? Das ergibt keinen Sinn. Also zumindest unter diesen Bedingungen. Es gibt also die Gefahr der großen Schwankungen, das geben die Autoren auch zu, der Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre. Und das würde natürlich dem Leben auf der Erdoberfläche große Probleme bereiten. Die Hauptströmung bis heute ist die Vorstellung, dass der Sauerstoff letztlich ein Produkt der Evolution sein soll. Also es sollen Organismen entstanden sein, die Sauerstoffmoleküle als Abfall ausscheiden. Zunächst einmal soll es Mikroorganismen gegeben haben, die keine Photosynthese betreiben. Dann soll es Mikroorganismen gegeben haben, die eine einfachere Form der Photosynthese betreiben, und schließlich sollen Organismen evolviert sein, die eine komplexere Form der Photosynthese betreiben. Und bei dieser komplexeren Form der Photosynthese, da ist dann der Sauerstoff das Abfallprodukt. Vorher war er es nicht. So ist die Idee. Und das nennt man die anoxygene Photosynthese und das nennt man die oxygene Photosynthese. Oxygen also heißt Sauerstoff generierend. Und anoxygen heißt eben keinen Sauerstoff generierend. Der Unterschied ist, hier haben wir ein Photosystem und hier haben wir zwei Photosysteme. Das System ist eben scheinbar simpler. Und hier wird als Elektronenquelle eben das Eisenmineral oder das Eisenion herangezogen. Hier wird als Elektronenquelle das Wasser herangezogen. Jetzt ist aber das Problem, man muss sich ja diese Systeme anschauen, also diese Photosyntheseapparate, die vorgelegen haben bei der anoxygenen Photosynthese und bei der oxygenen Photosynthese. Dann vergleiche man sie miteinander und überlege, ob es konkrete Schritte der Evolution gibt, die diese Umrüstung ermöglichen.
Denn wir haben es hier mit einer Art Motor zu tun. Ich will einfach mal zur Veranschaulichung einen Vergleich anführen. Es gibt ja zum Beispiel diese zwei Typen von Motoren, Dieselmotor und Ottomotor. Es gibt noch etliche andere. Die Frage ist einfach nur, ist es sinnvoll und ist es günstig, den einen in den anderen umzurüsten? Wir wissen, beim Dieselmotor, da braucht es hochsiedende Motoröle. Das sind langkettige Kohlenwasserstoffe. Und der Treibstoff wird dann in den Brennraum eingespritzt. Und es erfolgt eine Selbstentzündung. Da braucht es keine Zündkerze. Ja? Also der Kolben drückt einfach diesen Stoff zusammen. Und durch den Druck steigt die Temperatur. Und da kommt es zu einer spontanen Entzündung. Da braucht es keine Zündkerze. Beim Ottomotor, da ist es anders. Da haben wir niedrig siedende Kohlenwasserstoffe. Und diese Kohlenwasserstoffe gelangen hier rein und werden zusammengedrückt. Aber da erfolgt eine Zündung mit einer Zündkerze. Also wir haben ja durchaus unterschiedliche Konstruktionen beim Dieselmotor und beim Ottomotor. Und jetzt wäre natürlich die Frage, lohnt es sich zum Beispiel, einen Dieselmotor in einen Ottomotor umzurüsten? Was wäre einfacher? Wäre es einfacher, einen herzustellen oder wäre es einfacher, das umzurüsten? Und es ist natürlich naheliegend, dass es einfacher ist, den Motor herzustellen, als ihn umzurüsten aus dem anderen. Ja. Und das gleiche Problem begegnet uns eben auch, wenn wir versuchen zu verstehen, was geschehen sein müsste, damit eine Evolution stattgefunden haben soll von dem, von dem anoxygenen Apparat hin zum oxygenen Apparat, also Photosyntheseapparat. Und das hier ist ein Photosyntheseapparat, der eben oxygen ist. Das heißt, hier wird Sauerstoff freigesetzt. Hier ist der Sauerstoff entwickelnde Komplex, also Oxygen Evolving Complex. Da wird also Wasser oxidiert zu Sauerstoff und die Elektronen gelangen dann in das Photosystem. Dort werden sie angeregt und weitergeleitet durch das gesamte System und gelangen dann letztlich auf einen bestimmten Träger, also Ferredoxin und dann NADPH. Und letztlich geht es hier darum, dass ein Gefälle, also ein pH-Wertgefälle generiert wird zwischen dem inneren Membranraum und dem äußeren. Und dieses pH-Wertgefälle treibt dann die ATP-Synthase an und die erzeugt dann ATP. Wir haben hier also ein hochkomplexes System, das hochgradig effizient funktioniert und das eben über zwei Photosysteme verfügt, wo Anregung von Elektronen stattfindet. Wir haben hier insgesamt 5 Komponenten und wir haben hier einen linearen Elektronenfluss. Also der Elektronenfluss beginnt hier und verläuft über diese Proteine, also über diese Maschinen, kann man sagen, hin zum Ferredoxin und dann zum NADP. Das ist also ein linearer Elektronenfluss und anders verhält es sich dagegen bei dem anoxygenen Photosyntheseapparat. Da fehlt das Photosystem 1 und wir haben hier einen zyklischen Elektronenfluss. Also die Elektronen, also da fehlt auch der Oxygen Evolving Complex, ja, weil das System ja keinen Sauerstoff generiert. Und wir haben hier also 3 Komponenten und es handelt sich hier um einen zyklischen Elektronenfluss und nicht um einen linearen Elektronenfluss. Man müsste also erklären, wie kommt man von hier nach da durch Evolution. Das ist also vergleichbar mit dem Umrüsten des einen Bautyps eines Motors in einen anderen. Da würde man ja auch nicht sagen, das geschieht durch Wind und Wetter. Ja? Oder durch irgendwelche natürlichen Prozesse. Das wäre also die Frage, wie kann das durch Evolution zustande kommen? Und ein weiteres Problem ist eben auch sind die Energien, die hier beteiligt sind. Also was ja in der Photosynthese stattfindet, ist ja, dass Arbeit geleistet wird. Also Elektronen werden ausgehend vom Wasser, was ja ein sehr niedriger, also energetisch sehr niedriger Zustand, da werden sie stufenweise, man spricht auch vom Z-Schema, werden auf einen höheren Zustand befördert.
energetisch. Und der Energieverlauf hier beim Oxygen-Photosynthese-Apparat ist gänzlich anders als bei dem Anoxygen-Photosynthese-Apparat. Ja, also da haben wir, wie gesagt, einen zyklischen Verlauf und hier haben wir einen linearen Verlauf. Hier bei den Anoxygen-Photosynthese-Apparaten, da könnte dieses Elektron praktisch, könnte ein einzelnes Elektron unendlich mal alle diese Stufen durchlaufen, all diese einzelnen molekularen Stufen, über die es springt. Und es gibt in der Natur unterschiedliche Typen von anoxygenen Photosyntheseapparaten. Es gibt einmal den Typ Photosystem 2 und Typ Photosystem 1. Die unterscheiden sich so ein bisschen hinsichtlich der Komponenten, die die Stufen für den Strom darstellen, also für die laufenden Elektronen. Wenn man jetzt das Photosystem 2 etwas näher betrachtet, das ist also jetzt sozusagen das Innenleben, das sind die molekularen Komponenten, über die die Elektronen laufen. Da haben wir eine Distanz zwischen den einzelnen Komponenten von circa einem Nanometer, das ist ein Millionstel Millimeter. Wir haben hier Quantentunnelvorgänge, die sorgen dafür, dass diese Elektronen in rasend schneller Zeit, also in Femtosekunden, von einem zum anderen springen können. Da ist also praktisch keine energetische Barriere für den Sprung des Elektrons von einem zum anderen. Und das Problem ist natürlich hier, dass minimale Verschiebungen dieser molekularen Komponenten um auch nur einen Angström, ein Angström ist ein 10 Millionstel Millimeter, wenn man also jetzt diese Komponenten hier um einen 10 Millionstel Millimeter verschiebt in der Position, dann finden diese Quantentunnelvorgänge nicht mehr statt. Das ist also geometrisch hochgradig exakt eingestellt. Was ist aber Evolution für ein Prozess? Man spricht von Trial and Error. Wenn man also Trial and Error hat, dann werden diese Positionen zwangsläufig verschoben. Und wenn sie verschoben werden, dann findet das nicht mehr statt. Da ist nichts mit Trial and Error. Das geht nicht. Das ist eine geometrisch optimale Anordnung. Und hier haben wir eine sehr hohe Effizienz. Und diese hohe Effizienz ist absolut notwendig. Denn wenn die Effizienz deutlich niedriger wäre, dann könnte die Photosynthese zum Beispiel in lichtarmen Gebieten nicht mehr stattfinden. Es gibt Pflanzen, die können selbst in lichtarmen Gebieten das Licht auf erstaunlich effiziente Art und Weise verwenden. Das geschieht deswegen, weil die Energieübertragung vom Photon auf das Elektron zu etwa 90% verläuft im Photosystem 2, im Photosystem 1 sogar zu 99%. Das heißt, das Ganze ist bereits sehr, sehr gut. Da ist Evolution, wird ja einfach nur noch Schaden anrichten, wenn überhaupt. Und das bezeugen auch andere Wissenschaftler. Also ich bin Christ und ich bekenne mich ja zur Schöpfungslehre, aber diese zwei Wissenschaftler hier, Nelson und Young, schreiben in ihrem Artikel, der Aufbau der Photosynthese-Systeme 1 umfasst einen sehr komplizierten Biogenese- und Montageprozess, bei dem alle Photosynthese 1-Komponenten zusammengebracht werden, um die effizienteste photochemische Maschine der Natur zu erzeugen. Die effizienteste photochemische Maschine der Natur wird hier erzeugt. Und es ist ein hochgradig komplexer Montageprozess. Wo haben wir sonst Montageprozesse? In Autowerken, oder? Das ist aber Kinderspielzeug gegen das hier. Und dann weiter schreiben sie, offenbar dienen die Proteine als Gerüst, das die Pigmente in der richtigen Geometrie hält, um einen schnellen Energietransfer zu ermöglichen und die Löschung des angeregten Zustands zu verhindern. Das ist ein Umzu. Also Umzusätze sind schon mal schlecht für die Evolutionslehre. Immer dann, wenn man Umzu sagt, ist es ja ein finales Denken. Da ist etwas ist so und so beschaffen, damit es etwas tut. Das kennt die Evolution nicht. Evolution kennt nur kausales Denken. Ja? Aus dem und dem Grund geschieht dieses. Finales Denken gibt es nicht in der Evolution. Das gibt es nur bei Ingenieuren. Ja?
Und erst recht nicht, wenn hier ein Gerüst, auch noch das Gerüst derart beschaffen ist, dass die einzelnen Pigmente, das sind diese Moleküle, wo die Elektronen springen, ja, die bezeichnet man als Pigmente, weil sie farbig sind, selbst das Gerüst ist so beschaffen, dass es die Voraussetzungen dafür gibt, dass diese Pigmente in der richtigen geometrischen Anordnung gehalten werden, stabil, ja, dass sie nicht wackeln. Dennoch machen sich Wissenschaftler Gedanken und sagen, ja, es könnte doch aber so gelaufen sein. Ja? Evolution könnte doch irgendwie stattgefunden haben. Das ist hier so ein Modell, das ist reine Theorie. Ja? Ich habe jetzt keinen schrittweisen Prozess gebracht, der exakt wäre, weil es ihn einfach nicht gibt. Niemand kann einen solchen schrittweisen Prozess, wo erklären kann, wie die Photosynthese entstanden sein soll. So, das gibt es in der wissenschaftlichen Literatur nicht. Aber ich habe hier ein Modell mal angeführt, wie vermutet wird, dass es gelaufen sein könnte. Man geht davon aus, zum Beispiel, dass Mikroorganismus A, ja, meinetwegen noch kein Photosynthesesystem enthält. Und dann soll durch Evolution, wie auch immer, ja, die verraten ja nicht, wie das gelaufen sein soll, aber das soll halt passiert sein, soll ein Photosystem entstanden sein. Das erzeugt noch keinen Sauerstoff. Dann soll es durch eine Genverdopplung zu zwei Photosystemen gekommen sein. Ja, da sind denn jetzt halt zwei da. Und das erzeugt immer noch keinen Sauerstoff. Und jetzt soll eben unter den Nachkommen dieses Mikroorganismus irgendwann einer zustande gekommen sein, der Photosystem 1 und Photosystem 2 enthält. Also diese beiden Typen in seinem Photosyntheseapparat. Und dieser Mikroorganismus soll dann Sauerstoff erzeugt haben. Während andere Nachkommen das eben nicht getan haben sollten. Das Problem hierbei ist, dass alle Schritte von A bis D, E und F nie wirklich beobachtet worden sind. Das ist reine Theorie. Ja? Und C zum Beispiel, dieser Mikroorganismus, der existiert auch einfach gar nicht. Und außerdem bringt hier dieser Schritt von B nach C überhaupt keinen Selektionsvorteil. Also Evolution sagt ja immer, es muss in jedem Schritt einen Selektionsvorteil geben. Hier gibt es einfach gar keinen Selektionsvorteil. Ja? Zwei identische Photosysteme, die bringen nicht viel. Und schließlich das größte Problem, von C nach E, dieser Schritt ist technisch einfach extrem anspruchsvoll und unrealistisch. Dann gibt es noch das Fusionsmodell, das war jetzt also der selektive Verlust, und hier haben wir das Fusionsmodell, da wird angenommen, dass eben ausgehend von einem Mikroorganismus ohne Photosystem ein Mikroorganismus entstanden sein soll, der ein Photosystem besitzt, das noch keinen Sauerstoff erzeugt. Und dann sollen Mikroorganismen entstanden sein, die ebenfalls noch keinen Sauerstoff erzeugen, aber eben ausdifferenziert sind in Typ Photosynthesesystem 1 und Photosynthesesystem 2. Und die sollen dann fusioniert sein zu einem solchen Organismus, der dann beide besitzt und dementsprechend Sauerstoff erzeugt. Das Problem hierbei ist, dass die Übertragung der zugrunde liegenden genetischen Informationen von Photosystem 1 und Photosystem 2 sehr voluminös ist. Wir kennen das zum Beispiel bei Datentransfer. Wenn wir Daten übertragen wollen von mehreren Gigabyte, dann streikt schon mal unser System. Und so ein Photosystem, naja, da sind einfach sehr, sehr viele Proteine beteiligt und die müssen ja irgendwo vom Erbgut gespeichert werden. Das braucht ja die zugrunde liegenden Informationen im Erbgut und das muss ja übertragen werden, damit der Organismus das erzeugen kann. Und dementsprechend müsste es hier, wenn es diese Fusion gegeben haben soll, einen gewaltigen Transfer an Erbgut gegeben haben und dafür gibt es keine vernünftige Begründung. Und auch die nachträgliche Integration von Photosystem 2 inklusive des Oxygen Evolving Complex und Verschaltung ist natürlich völlig unrealistisch. Um es zusammenzufassen, es braucht hier, wenn man die Evolution erklären will, von einem solchen anoxygenen Photosyntheseapparat hin zu einem oxygenen, da braucht es eben die Integration von den Photosystemen, das heißt, man müsste hier ein Photosystem 1 zusätzlich einfügen und das müsste sich integrieren, das heißt, hier müssten
hier müsste der gesamte Verlauf der Elektronen, der müsste geändert werden. Das müsste also eine Neuverschaltung geben. Also eine Umstellung von eben von einem zyklischen zu einem linearen Stromfluss. Und dann müsste das Potenzial aller Komponenten von dem Photosystem 2 drastisch abgesenkt werden. Ja? Das habe ich ja vorhin auf diesem Bild gezeigt, da gibt es hier diese Oxidationspotenziale und das ist bei dem Photosystem 2 deutlich niedriger als bei dem Photosystem 1. Hier aber haben wir nur ein Photosystem und dementsprechend müssten hier die Potenziale dieser Photosysteme aufeinander abgestimmt werden. Ja, das ist also ein gewaltiges Problem, was hier bei dieser Evolution gelöst werden müsste, von selbst. Und dann gibt es natürlich noch weitere Probleme, wie zum Beispiel, naja, wenn halt kein Sauerstoff vorhanden ist, dann fehlt natürlich auch das Ozon. Und das Ozon hält uns harte UV-Strahlung vom Leibe. Wenn aber harte UV-Strahlung in die Atmosphäre eindringt, dann zerstört es natürlich solche Pigmente. Das ist zum Beispiel so ein Porphyrinpigment, das kommt in den Lichtsammelkomplexen vor. Und wenn es noch keinen Sauerstoff gibt, dann würden die einfach von dem harten UV-Licht zerstört werden. Wie sollen die dann evolvieren? Und schließlich würde das dazu führen, dass eben so ein anaerober Organismus, wenn er mit Sauerstoff konfrontiert wird, hat er ja gar keine Schutzmechanismen. Wir haben ja heutzutage sehr viele Schutzmechanismen, wie zum Beispiel die Katalase oder die Peroxidase, das sind komplexe Enzyme. Aber Organismen, die in einer anaeroben, also einer sauerstofffreien Atmosphäre entstanden sind, die werden solche Schutzmechanismen nicht haben, weil sie überflüssig sind in einer sauerstofffreien Atmosphäre. Da braucht es keine Schutzmechanismen. Warum sollen die evolvieren? Denn würden die, sobald das erste Sauerstoffmolekül oder sobald der erste Photosyntheseapparat, der Sauerstoffmoleküle hervorbringt, vom Stapel geht, dann würden die einfach zerstört werden, diese Mikroorganismen. Die würden sofort krepieren. Die bräuchten also jede Menge Schutzmechanismen und die sind noch viel komplexer als das Photosynthesesystem. Ja, also die müssten parallel dazu entstehen. Die gibt es aber nicht. Ja, also der Schutz, der durch die Katalase erfolgt und durch etliche andere Systeme, die ich hier mal unterschlage, der müsste gewährleistet sein, ist aber nicht gegeben. Und darum ist die Entstehung von Sauerstoff, also ist eine Sauerstoffkatastrophe, alles andere als plausibel. Also ich fasse zusammen, die frühe Atmosphäre ohne Sauerstoff ist notwendig für die Evolutionstheorie. Warum? Weil die Moleküle, aus denen Lebewesen bestehen, von Sauerstoff oxidiert werden, beziehungsweise von den Abfallprodukten des Sauerstoffs, der in den Zellen entsteht, zerstört werden, von den reaktiven Sauerstoffspezies. Und es ist mittlerweile aber allgemein akzeptiert, also als Annahme, dass es eine Sauerstoffkatastrophe von vor ca. 2 Milliarden Jahren gegeben haben soll. Die Indizien dafür aber sind ziemlich unklar und führen zu sehr unterschiedlichen Szenarien des eigentlichen Ablaufs, also sehr kurz, 10 Millionen Jahre, oder eben sehr lang, bis zu 1 Milliarde Jahre. Da gibt es viele verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Und dann gibt es eben müsste es eigentlich schlüssige Ursachen geben für die erstmalige Entstehung von Sauerstoff. Und die sind bis heute eben nicht bekannt. Da gibt es ein Fischen im Trüben, aber keine Klarheit. Und hier zum Beispiel ein Zitat von einem Wissenschaftler dazu. Ehrlich gesagt stimmen Beobachtungen aus der Natur nicht mit den Erwartungen aus den gegenwärtigen Modellen für die Evolution der Photosynthese überein. Also schlicht und ergreifend, schau es dir an. Es passt nicht mit den Erwartungen aus den Modellen überein. Warum? Weil die Modelle nämlich auf der Evolutionslehre gründen. Man setzt die Evolutionslehre voraus und baut dann Modelle auf und stellt fest, das passt mit der Realität nicht zusammen. Und ganz besonders absurd, wenn man sich eben die Photosynthese anschaut. Ich schließe also mit einem Fazit.
Wissenschaftliche Erklärungen, die das Handeln Gottes ausschließen, bieten keine Erklärung für die Anomalie, dass die Erdatmosphäre reich an Sauerstoff ist. Vielmehr sind die Beschaffenheit der Atmosphäre und vor allem die Photosynthese ein starkes Zeugnis von Gottes schöpferischem Wirken. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn Ihnen unser Video gefallen hat, dann können Sie uns auf drei Arten und Weisen unterstützen. Erstens Abo dalassen, Glocke aktivieren und Link teilen. Zweitens, ganz wichtig für unsere Arbeit, beten, dass wir das weitergeben, was Gott möchte. Oder drittens, Sie können auch spenden, denn unsere Arbeit ist spendenbasiert. Vielen herzlichen Dank.